Frisches Grün und neu gestaltete Fassaden. Das Quartier Lindenstraße blüht auf. Zu Hause in Pirna ist heute in Kopitz unterwegs und wie immer bin ich nicht alleine. Herr Sander, hier im Quartier ist ja einiges passiert. Warum hat die WGP hier investiert? Ja, das Quartier Lindenstraße ist ein wichtiger Wohnstandort für uns hier in Kopitz. Das Quartier liegt sehr zentral im Stadtteil. Hier ist ringsherum alles das vorhanden, was man zum Leben braucht. Einkaufsmöglichkeiten, Kindertagesstätten, ÖPNV-Anschluss ist vorhanden. Und das ist der Grund, weswegen auch sehr viele Leute gern auch hier in diesem Quartier wohnen. Und da wir dieses Quartier natürlich auch nachhaltig entwickeln wollen, haben wir hier in den letzten Jahren ein bisschen Hand angelegt und einiges getan. Na, man sieht, die Handwerker, die haben hier ganze Arbeit geleistet. So einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich sehen wir ja jetzt. Ja, die Fassaden sind nochmal angefasst worden. Die erste Sanierung lag ja nun schon fast 20 Jahre zurück, als die Häuser also nach der Wende schon mal saniert wurden. Mit der Zeit muss man natürlich wieder was tun und wir haben gesagt, okay, wir erneuern nicht nur die Fassaden, sondern wir verändern auch einiges am Haus. Eine Vielzahl der Wohnungen hatte vorher noch keine Balkone und an diese Wohnung haben wir Balkone angebaut. Es sind vor allem hier an diesem Haus diese Neubauten. An anderen Häusern, wo Balkone schon vorhanden waren, haben wir die alten Anlagen abgerissen und durch neue, größere Anlagen ersetzt, die wir hier auf der anderen Seite sehen. Oder auch an einem anderen Gebäude in dem Quartier haben wir die bisherigen Anlagen einfach erneuert. Und insofern haben wir jetzt eine Vielfalt auch an Balkonanlagen. Wir haben lange, breite Balkonanlagen, je nachdem, so wie es die Mieter mögen und haben dadurch auch ein vielfältiges Angebot. Herr Sander, wie ich sehe, gibt es ja hier auch Aufzüge. Ja, wir haben hier an diesem Haus mit den Hausnummern 28 zwei Aufzüge angebaut, an dem vorderen und an dem hinteren Gebäude. Und wenn Sie wollen, können wir gerne mit einem Aufzug nach oben fahren, denn wir haben gerade in diesem Haus in der obersten Etage eine Wohnung leer stehen. Dass hier mal eine Wohnung leer steht, kommt selten vor, weil wie gesagt, der Wohnstandort ist sehr gut nachgefragt. Aber hier haben wir gerade mal eine frei und da sie in der obersten Etage ist und man von dort aus natürlich auch einen guten Ausblick hat, denke ich, gucken wir einfach mal rein, wenn Sie Lust haben. Sehr gern. Dann gehen wir mal. Ja, danke. Herr Sander, wir haben jetzt schon einiges gesehen. Welche Wohnungstypen gibt es denn hier? Ja, hier im Quartier Lindenstraße haben wir kleine Wohnungen, Einraumwohnungen bis hin zu großen Vierraumwohnungen, ein breites Spektrum anzubieten. Also von Single bis hin zu Familien sind hier alle Wohnmöglichkeiten denkbar. Das klingt doch gut. Und einen herrlichen Ausblick haben wir ja auch, wie ich sehe. Der Ausblick ist wunderbar, vor allem jetzt im Herbst. Man kann bis in die Sächsische Schweiz reingucken und rechts das Schloss Sonnenstein. Herr Sander, wussten Sie, dass eine Linde bis zu 500 Jahre alt werden kann? Das ist mir neu. Und wussten Sie, dass sie zu seiner Zeit als heiliger Baum bezeichnet wurde? Habe ich auch noch nichts davon gehört. Aber dass die Bienen sie gerne heimsuchen, das wissen Sie, oder? Das kenne ich, denn es gibt ja Lindenblütenhonig. Genau. Und apropos Honig, Honig hat ja was mit Leben zu tun. Und wenn ich da an Autos denke, die unter Lindenbäumen parken, weiß ja jeder Autofahrer, was damit gemeint ist. Aber die Sorge brauchen unsere Mieter nicht haben, denn unsere Mieterstellflächen stehen immer in Bereichen, wo keine Linden stehen. Herr Sander, also ich merke, die WGP, die denkt halt an alles. Vielen Dank für die tollen Einblicke. Wir haben wieder viel erfahren. Ich freue mich aufs nächste Mal und ja, eine schöne Zeit bis dahin. Wir schauen noch ein Stück, oder? Ja, danke für Ihren Besuch. Ja, danke schön.